Mobilität für morgen, das ist das Thema des diesjährigen Schaeffler-Kolloquiums hier in Baden-Baden. Und da geht es natürlich nicht nur um Antriebskonzepte, sondern eben auch um die Energie. Wie kann man diese erzeugen und wie kann sie gespeichert werden? Und es ist schon lange nicht mehr nur das Thema des neuen und innovativen Antriebes, sondern eben auch der Energiekette der Mobilität, über die wir diskutieren. Und genau das möchte ich mit Uwe Wagner tun. Er ist der Leiter Forschung und Entwicklung bei Schaeffler. Grüße Sie, Herr Wagner. Hallo. Ich habe gerade schon gesagt, es reicht nicht mehr, sich nur noch über die Antriebe Gedanken zu machen, richtig? Nein, reicht schon länger nicht mehr. Die Diskussion fokussiert sich sehr oft noch darauf, aber wir brauchen eine ganzheitliche Betrachtung der Thematik, weil wir sonst eventuell einfach falsche Entscheidungen treffen würden. Jetzt haben Sie das so ein bisschen aufgesplittet. Also wenn man sich die Schaeffler-Energiekette einmal anschaut, da geht es einmal quasi ja vom Tank oder von der Energieerzeugung bis hin zum Rad. Wie ist da der Gedankengang bei Schaeffler? Also der Weg vom Tank zum Rad ist eigentlich der klassische Weg, den man auch immer wieder betrachtet. Ich denke, das ist für niemanden neu. Das ist genau die Diskussion, wie viel Benzin, Diesel brauche ich auf 100 Kilometer. Das ist eigentlich auch die Diskussion, auf die sich heute noch vieles konzentriert. Interessant und wirklich neu an der ganzen Diskussion ist das der Teil davor. Also wie komme ich überhaupt zu der Energie, die ich dann in den Tank fülle? Mhm. Egal wie der Tank gestaltet ist, das kann ein Benzintank sein, das kann aber auch eine Batterie sein. Mhm. Jetzt kann man aber auch sagen, dass man auf diesem Weg ja schon festgestellt hat, dass da tatsächlich die E-Mobilität doch den Verbrennern ja um einiges voraus ist mit der Effektivität. Ist das richtig? Also auf dem Weg vom Tank zum Rad auf jeden Fall, keine Frage. Jetzt kommt noch dazu, dass man eigentlich meistens nicht den Energieverbrauch auf die Fahrstrecke rechnet, also Kilowattstunden auf Kilometer, sondern dass man immer CO2, sprich die Emissionen, rechnet. Und ein E-Fahrzeug hat natürlich keine Emissionen, das ist natürlich der Vergleich trivial. Da schlägt das E-Fahrzeug jedes Verbrennerfahrzeug. Rechnet man dann die Energie, dann sieht man schon, dass die E-Fahrzeuge heute nicht unbedingt wirklich besser sind als Verbrennungsfahrzeuge. Da kommt es dann schon darauf an, was für ein E-Fahrzeug rechne ich und vor allen Dingen, in was für einen Fahrmodus rechne ich den. Und da wiederum geht es gar nicht darum, welche Strecke fahre ich, sondern auch zu welchen Bedingungen fahre ich. Fahre ich im Winter, wenn es sehr kalt ist, oder im Sommer, wenn es sehr warm ist. Und allein schon bei der Betrachtung, also wenn ich von der reinen CO2-Betrachtung mal auf die Kilowattstunden pro Kilometer Betrachtung gehe, dann sehe ich schon, dass die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge und die elektrischen Fahrzeuge heute durchaus keinen so großen Unterschied mehr aufweisen. Was ja eigentlich auch ganz interessant ist bei der ganzen derzeitigen Diskussion. Absolut, ja. Wenn wir uns die Energiekette tatsächlich mal von Anfang an betrachten. Wir haben Energiequelle Wasser, wir haben Licht und wir haben Windenergie. Das sind also quasi Energiequellen, die wir ja immer haben. Jetzt holen wir uns die Energie und dann müssen wir sie erstmal speichern. Auch da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten und sogar da hätte man dann wiederum die Möglichkeit mit Speicherkapazität, dass man synthetische Treibstoffe herstellt, um auch die Zukunft der Verbrennungsmotoren zu sichern. Also auch das ist ja ein Teil der Energiekette, die man bedenken muss. Also in der Frage stecken eigentlich drei Fragen drin. Also zum einen haben Sie, was die Speicherung betrifft, muss man zum einen mal schauen, wie kann ich mobil speichern, also wie speichere ich die Energie im Fahrzeug? Bei einem verbrennungsmotorischen Fahrzeug trivial, ich habe einen Tank, da speichere ich das. Aber wenn ich jetzt ein elektromotorisches Fahrzeug habe, stellt sich schon die Frage, mache ich es batterieelektrisch oder mache ich es per Wasserstoff? Für den Antrieb ist es eigentlich egal, ob ich jetzt eine Brennstoffzelle vorgeschaltet habe oder ob ich eine Batterie habe. Und die zweite Art von Speicherung ist natürlich diese Stationärspeicherung. Das heißt, wenn ich mit einer Windkraftanlage Energie erzeuge, findet das dummerweise meistens nicht an dem Ort und zu der Zeit statt, wo und wann ich es mobil brauche. Und deshalb wird viel diskutiert, ob man nicht stationäre Energiespeicher braucht, um diese Leistungsspitzen, die mit einer Windanlage einfach vorliegen, dann auch nutzen zu können. Heute nutzt man vieles einfach nicht, weil ich es halt nicht zu der Zeit bekomme, wann ich es brauche. Und dann hatten Sie das Thema Synfuels oder E-Fuels angesprochen, synthetische Kraftstoffe. Das ist natürlich eine Möglichkeit, auf diese Energiespitzen zu speichern. Wenn ich jetzt an einen solchen Standort, wo ich solche Energie zur Verfügung habe, eine Anlage aufbaue, wo ich dann aus der Luft das CO2 aufnehme, die Energie verwende, um synthetischen Kraftstoff herzustellen, habe ich natürlich eine extrem hohe Speicherdichte. Ich kann in einem Liter Kraftstoff kann ich extrem viel Energie speichern, über 10 Kilowattstunden. Und diesen Kraftstoff kann ich natürlich relativ einfach transportieren, habe eine aufgebaute Infrastruktur und kann das dann wirklich nutzen. Genau, die Infrastruktur, die wäre ja da. Das ist ja das, was Sie auch eben schon gesagt haben. Einen Schritt vorneweg hat man die Speichermöglichkeiten ja noch gar nicht. Was glauben Sie denn, welche Schritte müssen denn jetzt als nächstes gegangen werden in ja einer vielleicht Erstellung einer sinnvollen Energiekette?
Also was uns momentan komplett fehlt oder was uns an Wissen fehlt, ist eigentlich, welche disruptiven Innovationen werden wir noch sehen die nächsten 10, 15 Jahre. Das müssen wir ausblenden, weil wir wissen es nicht, dass wenn wir von den heutigen Voraussetzungen ausgehen, dann gibt es für uns den Königsweg bei der Energiekette, gibt es einfach nicht. Wenn wir den batterieelektrischen Weg gehen, haben wir den Weg des besten Wirkungsgrades. Ich kann von der erzeugten Kilowattstunde kann ich über 700 Watt wirklich am Rad nutzen. Mhm. Konkurrenzlos gut. Mhm. Aber da haben wir die bekannten Probleme. Ich muss die Batterie aufbauen, die kostet viel Geld. Ja. Ich habe natürlich ein hohes Gewicht im Fahrzeug und so weiter. Ich habe eine Ladeinfrastrukturproblematik. Also kann man den nächsten Weg gehen, kann sagen, ich generiere Wasserstoff. Mhm. Und den Wasserstoff kann ich auch vielfältig nutzen. Ich kann den ins Erdgasnetz speichern, ich kann den natürlich anderweitig speichern und kann ihn dann verwenden. Habe ich zwar einen schlechteren Wirkungsgrad, aber ich habe einfach eine viel bessere Verwendungsmöglichkeit des Wasserstoffs. Das heißt, wie gesagt, den Königsweg bei der Energiekette gibt es nicht. Und deshalb plädieren wir auch dafür, absolut technologieoffen und breitbandig auf allen Wegen nach Optimierungen zu suchen. Jetzt gibt es hier auf dem Kolloquium so eine Zahlenkombination, die immer wieder auftaucht. 30, 40, 30. Das heißt, so viel wie 30% Verbrennungsmotoren, 40% Hybride und nochmal 30% reine Elektrofahrzeuge. Wie kommen Sie auf diese Zahlenkombination bei Schaeffler? Wir haben mit verschiedenen Szenarien gearbeitet. Und dieses 30, 40, 30 war vor 2, 3 Jahren schon noch ein sehr aggressives Szenario. Mhm. Da habe ich gedacht, wenn wir das irgendwo präsentieren, dann wird man den Kopf schütteln und sagen, boah, 30, 40, 30 wird man nie erreichen. Letzten Endes hat natürlich das Zahlenspiel an sich schon mal einen Charme, weil wir haben 70% Verbrennungsmotoren und 70% E-Motoren und haben 70 plus 70 gleich 100. Das hat für sich schon mal einen gewissen Charme und das gibt natürlich dem Zahlenspiel schon mal eine gewisse Attraktivität. Ja. Es wird mit Sicherheit nicht genau 30, 40, 30 rauskommen, aber die Größenordnung, die hat sich bei uns einfach eingependelt. Wir haben in den Regionen, in China, Asia Pacific oder Americas, haben wir durchaus andere Zahlenspiele. Die sind mit den Regionen abgestimmt. Wenn man das aber aufaddiert, kommen wir wirklich in diese Region 30, 40, 30. Und das Szenario hat eigentlich zwei Vorteile. Zum einen glauben wir, dass wir damit diese CO2-Ziele durchaus erreichen kann. Und zum zweiten glauben wir eigentlich auch, dass es umsetzbar ist. Und damit treffen wir vielleicht diesen schmalen Tunnel, durch den wir gehen müssen, um diese CO2-Ziele zu erreichen. Was fahren Sie selbst für ein Auto? Ich fahre einen Diesel. Hängt einfach damit zusammen, dass ich, und das ist nicht sehr umweltfreundlich, ich habe 3 Standorte, die ich bedienen muss. Ich fahre sehr viel. Ich fahre sehr viel Autobahnkilometer. Ich fahre bestimmt über 90% meiner Kilometerleistung ist auf der Autobahn. Und da ist für mich momentan der Dieselmotor einfach konkurrenzlos ökonomisch. Ich fahre auch einen Diesel. Ich habe eigentlich das gleiche Thema, dass ich immer unheimlich viele Kilometer fahre. Ja. Bin jetzt aber tatsächlich am Überlegen, ob ich mir noch so einen kleinen Smart oder sowas, also so ein E-Mobil, einfach nur für Fahrten zum Einkaufen oder so innerorts kaufe. Ist das auch so eine Möglichkeit, mit der Sie vielleicht so ein bisschen liebäugeln, dass Sie sagen, man kann vielleicht auch ein Zweitfahrzeug haben, um einfach so ein bisschen vielleicht was Gutes für die Umwelt zu tun? So ein Elektrofahrzeug hat zunächst mal diesen Vorteil, dass ich jetzt wirklich in der Stadt natürlich keine Emissionen habe. Also für das ganze Thema Innenstadt, Feinstaub, NOx und so weiter, da ist das absolut vorteilhaft, keine Frage. Aber wenn man die Energiebilanz anschaut, und zwar die ganzheitliche Energiebilanz, und da sind wir bei dem Thema Produktionsenergie und so weiter, dann zeigt sich einfach, dass so ein Elektrofahrzeug zu Beginn seines Lebens einen unheimlichen CO2-Rucksack auferlegt bekommt. Mhm. Also für die Produktion einer Batterie braucht man unheimlich viel Energie und emittiert da sehr viel CO2. Und um diesen CO2-Rucksack einfach wieder zu kompensieren, muss das Elektrofahrzeug eine relativ große Laufleistung absolvieren. Das heißt, gegenüber einem Plug-in-Hybriden zum Beispiel liegt die Strecke bei über 100.000 Kilometern. Das heißt, wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug kaufe und damit nur Kurzstrecken fahre, ist es eigentlich widersinnig. Das ist ja tatsächlich auch ein Teil der Energiekette, die Sie bei Schaeffler betrachten, nämlich von der Herstellung bis zum Recycling eines Fahrzeugs. Auch das muss man ja einfach mit betrachten. Und das haben Sie ja eben mit dem E-Mobil sehr, sehr gut erklärt, dass das tatsächlich auch wirklich ein Faktor ist, den man da bedenken muss. Was glauben Sie denn aber, wenn wir jetzt mal 10 Jahre weitergehen, wie sind wir da mit der Mobilität? Wie ist da Ihre persönliche Einschätzung? Also ich glaube, dass die Elektromobilität
also in dem Szenario, wie wir es beschrieben haben, dass es schon in die Richtung geht. Ich glaube schon, dass die Elektromobilität da starken Einzug halten wird. Das liegt zum einen daran, dass man durch die Projekte in großem Maßstab Batterien zu produzieren, tatsächlich die Batteriepreise wird senken können. Das wird passieren und ich denke auch, dass der Wettbewerb zur Batterie, also auch die Brennstoffzellentechnik, sich dann nochmal deutlich positionieren wird. Das hat sich immer in der Vergangenheit gezeigt, dass wenn man die Technologien im Wettbewerb nebeneinander arbeiten lässt, dass sich einfach die besseren Ideen ergeben. Also ich glaube, dass die Elektromobilität wirklich starken Einzug halten wird. Ich glaube aber auch, dass man einfach auch nochmal viel, viel stärker auf die Energieproduktion oder Energietransformation schauen muss. Ich habe es heute gezeigt in der Präsentation, dass der Weltklimarat geht davon aus, oder das war die Internationale Energieagentur, glaube ich, geht davon aus, dass wir nach der aktuellen Politik in 2050 einen CO2-Wert pro Kilowattstunde erreicht haben werden. Der liegt bei ca. 360 Gramm pro Kilowattstunde. Was wir eigentlich bräuchten, liegt um eine Zehnerpotenz drunter. Wir bräuchten knapp 40, um diese CO2-Ziele zu erreichen. Und deshalb glaube ich, es wird sich auf der Mobilitätsseite etwas tun. Es wird sehr viel Elektromobilität kommen. Auch die Verbrenner werden nochmal nachlegen. Das heißt, da wird nochmal ein Effizienzschub kommen. Da wird man sicherlich nochmal viel Innovation sehen. Vor allen Dingen dann auch in der Kombination Elektromotor plus Verbrenner. Aber ich glaube, dass man auch wirklich verstehen wird, dass auf der Energieerzeugungsseite auch nochmal viel passieren muss. Sagt Uwe Wagner zum Thema Energiekette der Mobilität und hier auf dem Kolloquium von Schaeffler. Da gibt es natürlich noch so einiges anderes zu entdecken.